Das Spiel um alles oder nichts kann beginnen. Niederlage heißt, man ist draußen. Ich will dir noch etwas zu den äußeren Bedingungen sagen. Das Wetter ist herbstlich ruhig. Der Boden neblig feucht, aber prächtig zu bespielen. Die Spielkleidung, die deutsche Mannschaft in schwarzer Hose und weißem Trikot. Die Mannschaft aus Wales ganz in Rot. Schiedsrichter ist Jan Kaiser aus Holland. Die Mannschaftsausstellung. Die Mannschaft aus Wales spielt mit der Nummer 1 Davis, 2 Stevenson, 3 Jones, 4 Mahoney, 5 Dwyer, 6 Phillips, 7 James, 8 Flynn, 9 Curtis, 10 Toshack, 11 Nicolas. Die deutsche Mannschaft in der bekannten Aufstellung ohne Uli Stiedicke. Und sonst, wie sie sich schon seit Tagen ihren Zeitungen entnehmen konnten. Wales, das ist eine Mannschaft aus einem kleinen Land, die Spieler voller Nationalstolz. Viele Große sind schon gestolpert gegen diese Mannschaft. Deutschland hat auf eigenem Boden noch nie gegen sie gewonnen. Ein selbstbewusstes Team. Ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, ich glaube, Sie können das Argentinien-Spiel vergessen, diesen flotten Tango mit den jungen Burschen aus Südamerika. Heute gibt es was anderes, eine völlig andere Kost. Harte, englische, britische Profis. Es wird also kein Schönheitspreis ausgespielt. Die deutsche Nationalmannschaft hat Anschluss. Ich werde Ihnen in wenigen Minuten sagen, wie die Mannschaften sich ordnen, mit welcher Taktik Wales in dieses Spiel. Kalt. Rummenigge. Und das ist der kleinste Mann auf dem Platz, den Sie hier sehen. Flynn heißt es, 1,55 groß. Dwyer, dann Rechtsverteidiger Stevenson. Und beide Trainer sind in etwas einer Meinung, hier spielen die Nerven mit, wer die besten Nerven hat, der am schnellsten ins Spiel kommt, der hat die große Chance des heutigen Tages. Bonhoff, Hansi Müller, gegen den Mann mit der Nummer 6, das ist Philipp. Bonhoffs Einwurf hat bekannt. Hansi Müller. So, hier ist David. Seit 4 Jahren ist der Nummer 1 seines Landes. Ein zuverlässiger Mann, spielt in einem Zweitliga-Verein namens Wrexham. Rummenigge. Fischer Wachte. Das ist der erste Eckball durch Mahoney verursacht und Hansi Müller geht auf die andere Seite rüber. Dann Kalt. Klaus Allof. Ein Auftakt nach Maß für die deutsche Mannschaft. Die Wiederholung, der raffinierte Lenzer. Es hat nicht viel gefehlt. Direkt gute Stimmung im Stadion. Das Spiel läuft. Rummenigge. Er
hat mit Jones einen eisenharten Mann gegen sich, der sich bei der Attacke selbst verletzt hat. Das soll es auch geben. Müller. Alof. Schuster, der für Spiedecke spielt. 19 Jahre jung, muss man sagen. Spielunterbrechung. Ich habe Ihnen eben die Szene geschildert. Das ist Jones mit der Nummer 3, der sich bei seinem ungestümen Einsatz gegen Rummenigge selbst verletzt hat. Es geht mit einem Einwurf weiter, der Ball war ja inzwischen gespielt worden, hier an die Mittellinie. Bonhoff Einwurf. Kapitän Dietz. Festgehalten von Mann mit der Nummer 2 wurde Alot. Stevenson, einer der Außenverteidiger, der nicht allzu schnellen Abwehr der Männer aus Wales. Bonhoff Freistoß, Entfernung 18 Meter. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, meine Damen und Herren, Deutschland gegen Wales ist soeben in die 6. Spielminute gegangen. Spielstand 0:0. Das deutsche Spiel bisher sehr flüssig und farbig. Wales versucht sich durch überharten Körpereinsatz zu retten. Dann Rummenigge. Diesmal ist die Freistoßentfernung etwa 25 Meter. Sie können es ganz gut sehen. Cyprian Kaiser macht das Richtige, unterbindet schnell und streng. Nur so kann er das Spiel in der Hand haben. Diesmal versucht Hansi Müller. Und der erste Konter der Mannschaft aus Wales durch den kleinen Flynn. Auch hier ein berechtigter Freistoß. Das ist der Mann, den Wales besonders durchgeteilt durch seine Sturmläufe über den rechten Flügel bekannt. Müller, Alof. Rummenigge kommt einen Schritt zu spät, aber so ist eine so stabile Mannschaft aufzureißen. Zuschauer sind in Stimmung, ich hoffe, Sie am Fernsehgerät auch. Alof. Rummenigge kommt. James, der rechte Außen, der Waliser, Kurte Bodensky.
Ja, daran muss man sich gewöhnen, gegen schwedische Profis, die rempeln, auch im Torraum. Natürlich ist das verboten, aber der Versuch ist hier strafbar. Mit der Nummer 10 sind die Toshak. Das ist der bekannteste Mann in der Mannschaft von Wales. Fast 2 Meter groß. Er spielt in Liverpool mit Kevin Keegan zusammen. Keegan gab die Vorlagen und Toshak machte die Tore. So viel über den Mann mit der Nummer 10, wenn Sie ihn gleich wiedersehen sollen. Karl-Heinz Köster ist bei ihm. Stevenson, Curtis, Stevenson und Schuster. Fischer ist zu Boden gestoßen vom langen Dwyer. Dwyer spielt in Cardiff, in einem Zweitligaverein. Ist aufgrund seiner Härte der Buhmann dieses Clubs. Hansi Müllers Freistoß. Und Torhüter Davies. Wales, das zeigt dieses Spiel jetzt nach knapp 10 Minuten, ist durchaus in der Lage zu stürmen, zu attackieren, hat jetzt 3 Sturmspitzen vorne. Die Mannschaft will sie also nicht verstecken, weiß auch, dass sie hier gewinnen muss und dass sie dann qualifiziert ist. Stevenson, der lange Toshak, hat sich aufgestützt, der Mann mit der Nummer 10, Van Kullmann. Der Ball muss zurück, muss liegen, muss ruhen. Was Sie noch nicht sehen können, ich möchte Sie jetzt schon darüber informieren, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich wird es bald einen Austausch bei Wales geben. Der linke Verteidiger Jones humpelt. Und hier läuft sich warm ein junger Mann namens Barry. Hier sehen Sie ihn. Der erste Dunkelhäutige in der Mannschaft von Wales, seit sie existiert. Bonhoff, Rummenigge. Alot, Kaltz. Hansi Müller. Müller. Rummenigge. Da reichlich nach Vorhaut. Curtis jetzt. Wales versucht nach solch schnellen Attacken der deutschen Mannschaft den Ball immer in eigenen Reihen zu halten, wie Sie merken. Das Tempo aus dem Spiel zu nehmen.
Schiedsrichter des Vorteil gelten. Schuster geht mit nach vorne. Rummenigge wartet. So, der Austausch erfolgt, meine Damen und Herren, den ich Ihnen eben schon angekündigt habe. Mit der Nummer 14 kommt also jetzt Ferry. Er spielt bei den Wolverhampton Wanderers. 21 Jahre alt, ein junger Mann, Vater aus Jamaika, Mutter aus Wales. Die Nationalmannschaft von Wales wechselt aus. Für Jones mit der Nummer 3, Kopf 9. So, wenn Sie jetzt zugeschaltet haben, meine Damen und Herren, nach 15 Minuten Deutschland-Wales 0:0, drei große Chancen hatte die deutsche Mannschaft schon, aber es ist beim torlosen Stand geblieben. Schiedsrichter reklamiert den Ball, einer der Zuschauer unter den 61.000 scheint Souvenirjäger zu sein, gibt den Ball nicht mehr raus, wirft der Ball höchstpersönlich. Und da kommt auch der Spielball wieder. Und Dietz hat seine Mühe mit Curtis, einem der teuersten Stürmer, die hier auf dem Platz herumlaufen. Er hat fast 2 Millionen Mark gekostet, als er nach Leeds ging. Eckball, das müsste ja was für die langen Kerls sein. Toschak, Curtis, Barry. An der 2-Meter-Grenze sind sie. Toschak am Ball und auf der Linie. Auf der Linie gerettet von Dietz. Wir sehen, die langen Männer haben ihre Gefährlichkeit bei Eckstößen. Die deutsche Abwehr muss aufpassen. Am Ball ist Kals, dann Bonhoff. Der rasende Zwerg nennt man ihn, den Achter hier, Flynn. Tempo drosseln, ich sage das schon einmal, eine wichtige
taktische Maßnahme dieser Mannschaft aus Wales. Mike Smith ist der Trainer, auch genannter Fallensteller. Da ist Mike Smith im Bild und da Jupp Derwall. 9 Länderspiele hat er die deutsche Mannschaft betreut, noch keine Niederlage. Toschak am Ball. Und Bonhoff. Es ist ganz schwer für die deutsche Mannschaft aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Sie merken, Wales macht das berühmte Vorchecking, das frühe Angreifen der deutschen Mannschaft so wenig behagt. Rummenigge, jetzt Schuster. Hansi Müller. Der zweite Eckball für die deutsche Mannschaft, Hansi Müller. Der Eckball der weiten Wege, kann man sagen, er muss ja immer von der anderen Seite rüberkommen. Schlägt aber so den Ball mit dem gewünschten Effekt nach innen. Fischer. Und Torhüter Davis. Curtis gegen Kullmann, Bonhoff. Das war Bonhoffs Foulspiel, ganz klar zu sehen, gegen Mahoney. Der Mann mit der Nummer 4, Mahoney. Und die Entfernung zum Tor, ach, Sie können es etwa abschätzen, ich sehe es, 40 Meter. Mit der Nummer 8, Flynn. Kullmanns erster Vorstoß über die Mittellinie. Und der schöne Pass. Fischers Möglichkeit. Und so. Ja, wunderschön gemacht von Kullmann und ebenso schön von Fischer in der 22. Spielminute. Hier sehen Sie die Entwicklung der Szene. Kullmann zum ersten Mal mit nach vorne gegangen. Schauen Sie diesen wundervollen Pass an. Wie Fischer startet. Den Torhüter aussteigen lässt. Barry will retten. Schlägt daneben und der Ball ist im Tor in der 22. Minute. 1:0 durch Fischer. Eine Glanzleistung des Schalker Mittelstürmers. Ein fantastischer Pass von Kullmann. Ein Tor wie aus dem Lehrbuch, meine Damen und Herren. Und nun kann das Spiel besonders interessant werden, denn Wales muss jetzt auch aus verstärkter Abwehr herauskommen, ganz in die Offensive. Und das wird dann Tanz geben. James am Ball.
61.000 begeisterte Zuschauer, vielleicht nur 60.000, denn 1.000 sind aus Wales gekommen. Versuchen ihre Mannschaft zu unterstützen, sind in diesem Augenblick still geworden, aber hoffen dafür. Toschak am Ball. Und ein Mordschuss. Das hat nicht viel gefehlt und dieser Schuss von James wäre im linken unteren Eck eingeschlagen. Wodenskis Reaktion war schnell, aber so schnell hätte sie einfach nicht sein können. Rummenigge. Er spielt jetzt gegen Stevenson, nachdem die Abwehr umgestellt ist von Wales. Dann Bonhoff. Fischer, Bonhoff. Barry, der jetzt Libero spielt. Kalt. Müller, wieder kalt. Wir spielen jetzt in 26 Minuten hier im Kölner Stadion. 1:0 für die deutsche Mannschaft durch das Tor von Fischer. Dwyer, der Vorstopper. Und dann noch Schuss wieder von James. Mit sehr guter Reaktion von Bodensky. Das tut ihm sicher gut, dem Bodensky, denn er ist hier in Köln sehr freundlich empfangen worden. Viele Zuschauer riefen nach Schumacher, dem Kölner Torhüter. Und Bodensky revanchiert sich auf seine Art, indem er bisher eine makellose Leistung gezeigt hat. Schuster. Kein Freistoß. Und Barry, der jetzt Libero spielt. Stevenson, der Außenverteidiger, nochmal am Ball, Curtis, und ganz so sicher sieht in der deutschen Abwehr auch nicht aus, Pullmann wieder nach vorne. Und Kalt wieder. Offensiver Außenverteidiger. Fischer gegen Barry.
Sie sehen, dass streckenweise in diesem Spiel der Kampf überwiegt, die Technik besiegt, dass aber dann zwischendurch immer wieder schöne Ballstaffetten der deutschen Mannschaft kommen, wenn in diesem Augenblick auch etwas selten. Müller, Alos, dann Dietz, Schuster, wieder Müller, wundervoller Trick, Dietz, die Möglichkeit. Der Kapitän wollte das Tor selbst machen, zwei Spieler standen auf der linken Seite frei. Wenn es gelungen wäre, hätte man gejubelt, so sagt man, na, spiel den Ball doch nach links. Er hat es nicht getan, eine große Chance vergeben. Barry, auch mit dem Fuß abgewehrt den Ball. Der FC hatte tückisch Aufspann. Gefährlich genug. Fischer. Und das ist Weyer, von dem ich eben gesagt habe, dass er der Buhmann seiner Mannschaft ist, der hier aber unverständlicherweise einen Freistoß erhält, nachdem er vorher Fischer einfach festgehalten hat. Mit hohen Bällen wird wieder der lange Toschak gesucht und er war wieder sehr, sehr gefahrbringend vor dem Tor. Toschak ist in den höheren Regionen bemerkenswert, unten am Boden nicht sonderlich. Da läuft nicht viel bei ihm, da ist der Hüftsteif, aber bei seinen 2 Meter Länge, da bringt er was im Luft. Pullmanns Gegenstoß mit Hansi Müller. Zu spät. Kalf hat aufgepasst, Fischer geht mit und Kalf. Und so. Alles hat seine Flanke erwartet, da hat Kalf selbst geschossen, da hält es Dubjava nicht auf seinem Platz. 2:0 durch Kalf. Schauen Sie, wie er trinkt. Einmal, jetzt kommt der Schuss, nicht die Flanke. Mit dem linken Fuß ins untere Eck. Mit dem linken Fuß abgezogen. Und die Freude ist verständlich und die Freude der Zuschauer hier im Stadion natürlich auch. Es ist die 33. Spielminute und Deutschland führt 2:0. Und dieses Tor sehen Sie noch einmal von der Hintertorkamera. 2:0 durch Kalf. Mike Smith, der Trainer von Wales, ziemlich geschockt, kein Wunder, nach diesem Rückstand, am Boden verletzt, ist
Schuster, aber ich glaube, dass er wieder weitermachen kann. zu 0 und das Tor zur Endrunde der Europameisterschaft steht für die deutsche Mannschaft weit offen. Rummenigge. Zentimeter fehlen nach diesem Slalom von Rummenigge. Schauen Sie, wie er sich durchwindet jetzt. Doppelpack. 5 Gegner um ihn herum. Natürlich wieder der Versuch von Wales, die Bälle hoch in den Strafraum zu bringen, aber schon im Keim erstickt. Das Spiel läuft wunderschön mit Kullmann. Abseitsstellung absolut korrekt. Einen Schritt früher abgespielt den Ball und das Tor war offen. Aber es ist ein Spiel, in dem die deutsche Mannschaft zeigt, wie gut sie sich auf einen so gefährlichen Gegner einstellen kann, wie schnell die Konter kommen können mit diesen technisch begabten Fußballern. Wunderschön. Bonhoff. Der kleine Flynn versucht wieder etwas Ruhe in die Mannschaft zu bringen. Gefällt mir ganz gut. Aber was die deutsche Mannschaft hier streckenweise gegen einen harten Gegner bringt, ist schon wert, begeistert aufgenommen zu werden, so wie hier im Stadion in Köln. Steinangriffe dieser Art schmecken der walisischen Abwehr gar nicht. Das sind eckige Spieler, die nicht ganz so schnell sind, ihre Grundschnelligkeit lange nicht so hoch. Im Zweikampf ungeheuer hart und erfahren, aber wenn es um den Laufrhythmus geht, nicht so schnell. Das ist Curtis, Mittelstürmer. Kullmann setzt wieder an. Dann James. Toschak wartet. Aber es ist jetzt eine geschickte Sperrkette aufgebaut durch Karl-Heinz Förster. Dietz hilft mit. Immer Anspielstation, der kleine Lind. James. Rummenigge, Fischer. Der Ball, nein, kein Abseits. Fischer hat die Möglichkeit, wenn er die Nerven behält. Und er macht das 3:0. Das 3:0. Ein riesenlanger Stoß, verfolgt von 3 Spielern. Die Zeitlupe muss es ihnen zeigen. Eine großartige Aktion des Schalkers.
diesmal der Pass von Rummenigge nicht im Abseits. Und jetzt jagen sie ihn. Der Torhüter kommt. 4, 5 Spieler um ihn herum und wieder aus diesem Winkel das Tor zum 3:0 in der 39. Minute. 3:0. Torschütze war wieder Fischer. Sehen Sie es noch einmal an, dieses Tor, wie geschickt er das macht und wie er den Ball im Fallen noch herumziehen kann. Tore, an die man sich lange, lange erinnern wird. Nicht nur hier im Kölner Stadion und sicher Sie auch zu Hause, meine Damen und Herren. Und jetzt wirbelt die deutsche Mannschaft. Sie spielt den Gegner auseinander. Pullmann. Oh, Fischers Ballrückzieher. Dabei verletzte er Barry. Es war sicher keine Absicht, er sah Barry nicht, der in diesen Ball hereinsprang. Natürlich ist es gefährliches Spiel von Fischer, aber Absicht war ihm nicht zu unterstellen. Fischer hat sich entschuldigt, Barry kann weiterspielen, ist schon wieder auf den Beinen. Noch 5 Minuten bis zur Pause in einer ersten Hälfte, meine Damen und Herren, die Sie sicher so schnell nicht vergessen. 3:0 führt die deutsche Mannschaft. Curtis gegen Dietz. Ein sehr guter Spieler, Curtis. Dann James. Rummenigge. Wales ist nur so ins Schleudern gekommen, weil die Mannschaft die Deckung aufmachen musste nach dem Rückstand. Sie hat es getan und die deutschen Konter saßen so exakt und genau. Und wieder wird es gefährlich. Es ist artistisch zu nennen, was Müller mit dem Ball macht. Fischer jetzt und Kalt kommt. Rummenigge. Rummenigge, ein Artistenstück. Ein Artistenstück, der Ball ist im Tor. 4:0. Das ist Spitzentanz, das ist Ballett, das ist super Fußball. Kalt, der direkte Pass. Und schauen Sie diesen Balletttanz von Rummenigge an. Spitzentanz und Tor. 4:0. Ich weiß gar nicht, meine Damen und Herren, welches dieser Tore wir Ihnen nun im Tor des Monats vorstellen sollen. Es sind so schöne. Hier kommt nochmal das Tor. Aus unserer Torkamera. Perspektive. Und hier sehen Sie, auf engstem Raum und das 4:0. Und wieder der Konter über Fischer. Diesmal ist der Torhüter Davies einen Schritt früher da. Schuster könnte sich leicht eine gelbe Karte einhandeln. Er ist mit diesem kleinen, wirrligen Blind überbeschäftigt.
James, Flanke, Toschek wartet, Kopfball Toschek, Curtis. Der Curtis hat es natürlich schwer, wenn drei Abwehrspieler um ihn herumstehen, aber Sie sehen das alte Prinzip, das Toschek in Liverpool bewiesen hat, früher die Kopfbälle dem Mitspieler vor die Füße nicken und so Tore zu machen. Versuchen, muss ich hier sagen, bis jetzt ist es ja noch nicht gelungen. Schuster, Kalt, blitzschnelle, saubere Kombinationen mit Bonhoff jetzt. 20 Meter. Fischer, Barry und Porter Davis. Ein ungeheures Tempo im Spiel. Die Abwehr von Wales ist regelrecht auseinandergefallen unter diesen Kontern, die die deutsche Mannschaft hier aus dem Lehrbuch spielt. Die letzten Sekunden der ersten Hälfte. Hier zu 0, meine Damen und Herren. Das ist das Halbzeitergebnis, als Schiedsrichter Jan Kaiser jetzt nach 65 Minuten abpfeift. Über diese erste Hälfte braucht man nicht mehr viel zu sagen. Sie war so schön, dass Sie sie alle sicher im Gedächtnis haben. Ich erinnere an das erste Tor von Fischer in der 22. Minute, an das 2:0 durch Kalt, an das 3:0 abermals durch Fischer und an das 4:0. 0 für die deutsche Mannschaft ist hochverdient. Umstellungen hat es nicht gegeben und wir sind gespannt, was diese zweite Hälfte nun weiterbringen wird. Ob Wales sich aufgibt. Ein Zug, den man an dieser Mannschaft noch nie gekannt hat und den wir auch hier nicht erwarten. Machen Sie doch hier vorne die Zugänge frei. Bitte nicht die Runde. Gymnastik von Bodensky hat ja eine lange Pause von ungefähr 16 Minuten hinter sich. Kalt. Bonhoff. Sehr schön den Ball zurückgezogen. Mahoney. Barry springt am höchsten. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es um die Moral der Mannschaft von Wales in dieser zweiten Hälfte gestellt ist, nach diesem 0:4, ob die deutsche Mannschaft das hohe Tempo weiterspielen kann und will.
Rummenigge. Vor der Däne. Seit 4 Jahren, sagte ich, ist er Nummer 1 in seinem Land, aber 4 Stück hat er noch selten kassiert. Das ist diesem langen Keeper von Wrexham sicher in seiner Laufbahn. Ich glaube, noch überhaupt nicht. Kalb. Rummenigge. Wenn der Schiedsrichter konsequent wäre, müsste er 11 Meter geben. Voll beim Strafraum. Sie sehen es auch deutlich noch am Abdruck. Hier sehen Sie, die Linie zählt zum Strafraum. Hätte also 11 Meter geben müssen. Das hier ist also ein sogenannter Diplomatenfreistoß. Das Foul war im Start. Bonhoff. Schusters Einsatz sah der Schiedsrichter als regelwidrig an. Nicola. Stevenson. Der rechte Verteidiger, der nach links wechseln musste, ist ihm nicht gut bekommen. Wundervoller Abseitstrick von Rummenigge. So schön kann Fußball sein, meine Damen und Herren. Kalt. Rummenigge. Und Alok wäre fast in diesen Schuss hineingerutscht. Wieder eine Kombination, die man sich schöner kaum vorstellen kann. Wieder von Kalt inszeniert. Rummenigge. Und Alok kommt nicht mehr an den Ball. Wenn man die 10 Mal zusammenzählt, kann man sagen, dass Wales bis jetzt gut bedient ist mit diesen 4 Toren. Man kann sich nicht beklagen. Die deutsche Mannschaft ist wirklich diese Tore und noch einiges mehr besser am heutigen Abend. Nicolas, dann Pullmann. Aus der Abwehr heraus wird gespielt. Kein Ball planlos weggeschlagen. Bitte als Vorteil gelten eine sehr gute und kluge Entscheidung. Kalt, der beste Außenstürmer der deutschen Mannschaft, muss man sagen, obwohl er Verteidiger spielt. Rummenigge und Mahoney. Der zeigt seine gelbe Karte, er hält sie auch. Mahoney ist da so ein bisschen der Raufbold in der Mannschaft, einer, der seine Nerven am wenigsten im Zaum halten kann. Ein echter Haudegen, 31 Jahre alt. Viele Schlachten für sein Land geschlagen, so kann man sagen, und auch für seinen Club. Bonhoff, Entfernung 40 Meter. Aber mit den Freistößen hat er es heute nicht so. Bis jetzt muss man sagen, das Spiel ist ja erst, na, ich glaube, 53 Minuten alt, 4:0 für die deutsche Mannschaft. So, die langen Kerls gruppieren sich jetzt wieder vor dem deutschen Tor. Toschak mit der Nummer 10, Curtis mit der 9.
und mit der 7 James. Es ist die vierte Ecke für Wales. Odenskis Faustabwehr. Und weiter das Offensivspiel von Wales, was der Mannschaft bisher ja so wenig gut bekommen ist. Und Toschak mit Händen und Füßen rudert er in der Luft herum, um seine Gegner wegzudrücken. Bonhoff, als er zum ersten Mal gegen diesen langen Toschek gespielt hat, hat mir gesagt, das ist ja unheimlich. Der wird ja immer länger, der hört ja gar nicht mehr auf. Das ist der Mann mit der Nummer 10, der hört ja gar nicht mehr auf, sagt er. Damals war Toschek allerdings noch weitaus vorgefährlicher, als er in Liverpool war. Heute ist er Spielertrainer im Zweitligaverein Swansea. Und er stellt sich selbst nicht immer mehr auf. Aber heute hielt man ihn als Geheimwaffe für erforderlich, bisher ohne Erfolg. Abseitsstellung von Rummenigge zeigt der Linienrichter an. Nicolas Stevenson. Curtis gegen Dietz. Dies ist nicht zimperlich in diesem Fall in der Wahl seiner Mittel. Alle Freistöße werden von Flynn geschlagen, alle Ecken ebenso. Ja, man muss auch den Mut haben, den Ball mal wegdreschen zu können. In diesem Fall. Fischer. Ungeheurer Antritt. Müller. Sollte Davies. Von auf Entfernung zuvor. 20 Meter. Oh ja. Da hat der Philipps gerade noch den Fuß dazwischen. Eine Stunde gespielt, 4:0. Und Eckball Bonhoff. Alofs. Und Flynn. Toschak, Nicolas, James und Toschak. Ja, hat sich wieder aufgestützt, der lange Toschak. Ist ein Mann mit allen Wassern gewaschen. Ich habe ihn ja in der Zwischenzeit genug über ihn erzählt. Nicolas, 20 Meter zum Tor. Wales also weiter in der Offensive. Eine Offensive, die in der ersten Hälfte ja mit schweren Konterschlägen endete.
Rummenigge. Und ein wundervoller Pass. Oh, Fischer hatte schon fast den Fuß am Ball. Alle technischen Raffinessen drin, die man haben kann, aber leider, und zwar wirklich, Abseitsstellung von Kapitän Dies, aber zwischendurch Kabinettstückchen, wie sie den Zuschauern natürlich gefallen. Sie haben 4 Tore gesehen und alles, was der Fußball sonst zu bieten vermag. Wunderschön gemacht. Ein Missverständnis zwischen Rummenigge und Kalf. Rummenigge hat geglaubt, Kalf war vom rechten Flügel mitgelaufen und deshalb den Ball einfach durch die Beine laufen lassen. Kann passieren und wird gerne am heutigen Tag von allen, die hier im Stadion sind, verziehen. Nikola. Ein bisschen Ratlosigkeit in den Mienen der Spieler von Wales. Es läuft sich natürlich auch viel schwerer, wenn man 4 Tore zurückliegt. Blei hat man in den Beinen und gut gemeinte Pässe kommen nicht mehr an. Das ist eine alte Fußballweisheit. Und wenn man 4 Tore im Rücken hat, sieht alles viel, viel leichter aus. Alofs. Kalf. Alarmstufe, wenn Kalf mitgeht, dann Hansi Müller. Alofs. Bildschön gemacht. Und wieder Kalf. Und Sie sehen, dass Zimmermann sich bereit macht. Für wen er eingewechselt werden soll, weiß ich nicht. Mahoney, Curtis. Stevenson. Lynn, Barry und Podenski gegen Curtis.
Faustabwehr nicht ganz astrein. Aber es ist schwer gegen diese großgewachsenen Stürmer zu fausten. Ich könnte mir denken, dass Schuster vom Platz kommt. Jawohl, Schuster sehe ich gerade. Schuster geht, sein Clubkamerad Herbert Zimmermann kommt. Und auf der anderen Seite kommt mit der Nummer 13 Micky Thomas. Micky nennen sie als Spitzname Mike Thomas. Mike Thomas, der eigentlich in die Mannschaft gehört, aber nur nicht aufgestellt wurde, weil er eine Magen- und Darmgrippe hatte. Toschak ist raus, das ist natürlich richtig, denn er brachte ja wirklich nicht mehr viel. Zimmermann, dann Kalt. Ärgert sich über sich selbst, hat keinen Grund nach der großen Partie, die er heute gespielt hat. Curtis, Zimmermann, der direkt gut mitspielt, wie Sie hier sehen, Zimmermann. Pullmann, Fischer, einen Schritt zurück. Am Ball der zweite kleine Mann, der Waliser, mit der Nummer 13, Thomas. Er packt die 1,60 auch nicht, aber Fußballgröße und Fußballqualität wird ja nicht an der Elle gemessen. Mahoney und Tor de Bodens, die brauchen es gar nicht. Es ist alles brav, was die Mannschaft von Wales jetzt macht. Man merkt aber, dass ihr der letzte Biss genommen wurde in dieser turbulenten ersten Hälfte, als Wales regelrecht unterzugehen wurde. Von den Beinen geangelt. Bonhoff. Da haben sich wohl beide getäuscht. Der Zimmermann und Philipp. Eckball wieder Bonhoff. Der nächste Eckball von Dwyer verursacht. Das ist der siebente jetzt. Das ist Thomas, der frisch ins Spiel gekommen ist. Ein technisch begabter Spieler. Und der Fehlpass, der folgen haben könnte, Fischer festgehalten. Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Dann Nicolas, Barry. Sie wollen ihr Tor machen, die Mannen aus Wales. Flynn,
Abstoß muss wiederholt werden. Das war vorher ja auch eine reichlich leichtsinnige Aktion. Gegner stand im Strafraum, deshalb die Wiederholung. Eckball für Wales. Sie haben gemerkt, meine Damen und Herren, zu Hause natürlich genau das Gespür auch dafür gehabt. Man merkt es ja deutlich auch am Bildschirm. Tempo hat enorm nachgelassen. Deutsche Mannschaft nicht mehr getan als unbedingt notwendig. Ich weiß nicht, wie das ist bei den Spielern, aber wahrscheinlich schleicht sich doch auch das Gefühl ein, hoch überlegen zu sein und am Samstag wieder in der Bundesliga schwere Spiele vor sich zu haben. Rummenigge gegen Barry. Rummenigge, das können Sie im Augenblick nicht sehen, bleibt verletzt am Boden liegen. In der rechten Spielhälfte. Erlaubnis jetzt, Rummenigge zu besuchen, zu verachten. Und das ist aber eine kleine Verschnaufpause für die 22 hier. Beim Spielstand von 4:0 und einer hoch überlegenen deutschen Mannschaft 20 Minuten vor Spielende. Jupp Derwall braucht sich keine Sorgen zu machen, dass sein 10. Länderspiel irgendwie noch gefährdet sei. Sein 10., das nicht verloren gegangen ist und das diesmal vielleicht sogar den überzeugendsten Sieg bringt. Es geht weiter, wie Sie sehen, mit einem Freistoß für Wales. Rummenigge hinkt noch leicht vor sich hin. Auf der deutschen Bank keine Anzeichen zum Auswechseln im Augenblick. Stevenson. Rummenigge geht doch an die Außenlinie. Aber er scheint meist weitermachen zu wollen. Kleiner verwegener Mann, dieser 13er hier. Auf seiner Temperamentsausbrüche bekannt. Spielt bei Manchester United, dem Tabellenführer der ersten englischen Liga.
Stevenson. Jetzt müsste die deutsche Mannschaft versuchen, das Spiel wieder etwas fester in den Griff zu bekommen. Rummenigge kann mit Sicherheit das Spiel nicht zu Ende spielen. Signalisiert auch Jupp Derwall, dass es wohl nicht mehr möglich ist. Er hat ungeheuer gute Arbeit geleistet heute durch seinen blitzschnellen Antritt, seinen hervorragenden Start. Und er macht wohl seinen Platz frei für einen Mann, der sich nicht sehnlicher wünscht, als einmal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Das ist Friegel vom 1. FC Kaiserslautern, der damit eine sagenhafte Karriere hinter sich hat. Vom Leichtathleten, vom Zehnkämpfer zum Bundesligaspieler. Und vom Bundesligaspieler direkt in die Nationalmannschaft hinein. Für Rummenigge mit der Nummer 8 ist jetzt mit der Nummer 13 Friegel im Spiel. Friegel, ein Mann, der über die Abseitsstellung von Zimmermann hat er noch nicht mitbekommen. Wäre zu schön gewesen, ja. Gibt dem Schiedsrichter ein Zeichen, dass er den Pfiff nicht gehört hat. Jan Kaiser ist anderer Meinung, lässt die gelbe Karte aber stecken, die man in solchen Fällen eventuell geben könnte, wenn man keinen Sinn für Humor hat. Also Briegel ist im Spiel, es freut mich für ihn besonders, weil er ein wirklich ganz feiner, aufrechter, patenter Kerl ist. Den das sicher auch im Verein weiter beflügeln wird. Thomas, dann Mahoney, und Podemski. Saubere Reaktion. Bonhoff. Schiedsrichter stand daneben, hat nicht gepfiffen. Ich finde das absolut korrekt. Flynn spielt also jetzt gegen Friegel, hat also einen noch dickeren Brocken gegen sich als vorher Schuster. Und das konnte mit Sicherheit ein Treffer sein für Wales. Aber Curtis kommt nicht mehr an den Ball in dieser Szene, einen halben Meter zu kurz. Sehr schöne Parade von Bordenski. Abseitsstellung zeigt der Linienrichter an. Aber die deutsche Abwehr muss jetzt doch zwei, drei schwierige Situationen überstehen. Bordenski wird in diesem Spiel am meisten durch die Schusskraft von James geprüft.
Aber so ganz ernst, dass das alles nicht sehr genommen hier im Stadion, meine Damen und Herren. Sie erleben es ja selbst zu Hause mit. Man kann sich doch in Ruhe zurücksetzen und sagen, nun, beim 4-0, was soll noch groß passieren? Das Tempo ist aus dem Spiel heraus. Und Riegel wird von Berry festgehalten. Die Nummer 13, die Nummer 14, da sehen Sie ja beide im Bild. Noch 12 Minuten zu spielen, die Zuschauer unzufrieden mit der Schiedsrichterentscheidung. Sie hatten den Einwurf andersrum gesehen. Ich kann es von ihr aus beim besten Willen nicht beurteilen. Wales weiter ein Gegner, der sich hier in Köln nicht blamieren will, der unbedingt eine Verbesserung des Resultates sucht. Durch Berry jetzt, dann durch Mahoney. Wieder Berry am Ball. Dann Thomas. Gegen Kalt und Abschluss. Derweil gefällt das gar nicht, was im Augenblick in der deutschen Mannschaft gespielt wird. Er meint, man solle doch ein bisschen mehr tun, um diese überragende erste Hälfte nicht vergessen zu machen. Aber das kann man wohl gar nicht, dafür war sie zu stark. Wieder Kals gegen Thomas. Wales verlangt Elfmeter, aber ich meine, so einfach kann man Elfmeter wohl nicht geben. Da ist in der Tat auch der Gewichtsunterschied zwischen Kals und Thomas zu groß gewesen. Sie merken, das Spiel der deutschen Spieler wird vorsichtiger, der Fuß wird schneller weggezogen, wenn ein Spieler aus Wales einmal dagegen hält. Das sind typische Anzeichen, dass eine Mannschaft nicht mehr voll ausschaut. So, wollen wir mal sehen, ob jetzt ein Konterangriff richtig zusammengeht. Möglichkeit besteht. Fischer. Stevenson deckt ihn jetzt ziemlich hautnah. Förster. Alofs. Fischer. Und Förster. Hier die Wiederholung. Und was so ungefährlich aussah, entwickelt sich zu einem plötzlichen, ganz schnellen und gefährlichen Gegenschlag durch Fischers wunderschöne Vorlage zu Karl-Heinz Förster. So, sofort natürlich wieder eitel Freude hier im Stadion. Nach diesem Treffer schauen Sie, wie schön Fischer seine Mitspieler freigespielt hat und wie entschlossen Karl-Heinz Förster hier das 5. Tor für die deutsche Mannschaft. Natürlich wieder eitel Freude im Stadion. Ein Tor hat gefehlt hier in der zweiten Hälfte. Eigentlich hätte Wales es schießen können oder müssen, aber die deutsche Mannschaft hat es einfach mit einem ganz einfachen Konter blitzschnell wieder einmal gemacht. Fünf zu null ein Ergebnis, von dem wirklich niemand zu träumen gewagt hat. Zimmermann.
und macht einen riesen Fehler. Direkt eine Vorlage auf Curtis. Und Curtis schießt das 5:1, ein Gastgeschenk, kann man dazu sagen. Ein Gastgeschenk, wie man es besser überhaupt nicht machen kann, beziehungsweise schlecht. Sehen Sie jetzt, wie Zimmermann an den Ball kommt? Wie er sich aufrappelt, die Sache hervorragend macht und jetzt einfach zu lässig zurückspielt. Sieht Curtis nicht da stehen, steht nicht im Abseits, weil der Ball ja von einem deutschen Spieler kommt. Und deshalb Gastgeschenk zum 5:1, meine Damen und Herren. Man sollte es Wales gönnen. Die Mannschaft hat es durch ihren kämpferischen Einsatz verdient. Und vor allen Dingen, weil sie nicht aufgesteckt hat, dieses Tor, wenn es auch ein klasse Geschenk. 5:1 also, Tore en masse, Tore genug. Hals ist wieder da, Schreckschuss. Ja. Bei Davis bricht die Panik aus, wenn dieser Kalt vor dem Tor erscheint. Mike Smith hat sich alles Mögliche gedacht, um diesen Mann zu neutralisieren. Er konnte ihn nicht neutralisieren. Immer und immer wieder hat er sich freigestellt und dem Angriff neuen Druck gegeben. Alofs folgt jetzt am Gegenspieler nach. Er war sehr fleißig, hat sehr viel getan, aber es ist ganz seltsam, in der Nationalmannschaft kommt er in der Position als Flügelspitze nicht so zum Zug wie im Verein im Mittelfeld, aus der Mittelfeldposition heraus. Aber dieser Alofs ist ein wertvoller Mann für die deutsche Mannschaft. Das muss man sehen und das hat auch das heutige Spiel gezeigt. Jetzt ist Curtis wieder am Ball. Er war die ganze Zeit schon der gefährlichste Angreifer, zusammen mit James. Zu spielen sind noch 5 Minuten im Müngersdorfer Stadion in Köln. 5:1 für die deutsche Nationalmannschaft gegen Wales. Das war Priegel, der seine ganze Frische jetzt ins Spiel werfen kann. Aber es ist natürlich schwer, ein paar Minuten vor Schluss in eine Mannschaft hineinzukommen und sich dann noch entscheidend zu profilieren. Priegel gegen Barry. Schön von Alofs gesehen, er spielt jetzt mehr im Mittelfeld. Das wäre ein meisterliches Selbsttor geworden, sicher und das Schönste. Tore können ja fast miteinander konkurrieren in der Schönheit heute. Das hätte noch ein besonderer Akzent gegeben, das war. Thomas. Riegel und Zimmermann. Da sind die Nachhutgefechte, meine Damen und Herren, das kennen wir ja. Die Nachhutgefechte, wenn ein Spiel schon entschieden ist. Zimmermann. Dann Müller. Müller geht auch nicht mehr gerne so nah an den Ball ran jetzt. Zumal wenn ein Mann, ein harter Mann wie Stevenson ihm gegenübersteht. Müller,
Stevenson. Oh, jetzt aber. Die beiden neuen, nun wollten sie im Tor machen. Der Zimmermann hier mit der 14 wollte seinen Fehler ausspielen von eben und dann kann er Produkten voll machen. Und als es ihm nicht gelang, schauen Sie, wie der Zimmermann sich den Ball jetzt erkämpft und jetzt nicht direkt schießt, noch eine Kurve zieht und Davies kauft ihm den Ball ab und Friegel, der zweite Neuling, schießt daneben. Unnötige Rangeleien am Schluss eines Spiels, das im Großen und Ganzen zwar hart, aber äußerst fair ausgetragen wurde. Die Waliser als Raubeine verschrien, haben hier eine durchaus saubere Vorstellung gegeben. Sie haben gekämpft, aber stets mit offenem Visier. Keine Heimtücke im Spiel. Und das sollte Bonnors Freistoßtor werden, aber da liegen die Bälle heute nicht ganz richtig. Die letzte Minute läuft, Kapitän Dietz humpelt zum Spielfeld zurück, ausgewechselt werden kann nicht mehr. Er wird also diese letzte Minute durchstehen müssen und man weiß, dass dieser Kapitän eine vorbildliche Haltung im kämpferischen Einsatz hat und sie auch heute wieder getan. Das Spiel, meine Damen und Herren, zwischen Deutschland und Wales ist zu Ende. Ein 5:1 Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, man darf wirklich sagen, hochverdient 5:1. Und außerdem junge Spieler voller Ehrgeiz.